Hallo und willkommen zum nächsten Türchen. Heute schon Tag 22, also nicht mehr lange. Dann ist es leider schon wieder vorbei für dieses Jahr. Wie gesagt, schreibt doch gerne rein. Wollt ihr sowas nächstes Jahr auch wieder sehen? Lasst ein Like da, um mich zu unterstützen. Und ansonsten ziehen wir jetzt einfach schnell unsere drei täglichen Booster und hoffen einfach noch, dass es einen Hit gibt. Leider ist der Sack schon fast leer. Aber wie gesagt, am letzten Tag, am 24. dürfen wir nochmal 6 Booster ziehen. Wir haben nämlich hier einmal jetzt hier als erstes Booster für heute Schwert und Schild, schaurige Herrschaft. Dann haben wir Schwert und Schild, Drachenwandel. Und was haben wir hier? Wir ziehen einfach mal das hier. Oh, nochmal Farbenschock. Also vielleicht eventuell nochmal eine Amazing Wear. Das wäre auf jeden Fall schick. Dann den Sack beiseite. Wie gesagt, er ist fast leer. Sind nach diesem Video ja nur noch, ja, 9 Booster. Tag 23.3 und Tag 24.6. Und ansonsten ziehen wir jetzt einfach mal und öffnen das erste Booster. Hoffentlich eine tolle Karte. Genau. Schauen wir mal, ob es nochmal was gibt, was mich hier nochmal, ja, freut. Elektroenergie, ein robuster Helm, Schmetterhandschuh, Kyulia, Galamaya Kabar, Smogon, Schuppet, Raffel, Seemops, Stolrak in Reverse und eine Kleopatra V. Ja, nice, da ist doch schon mal wieder eine V-Karte, die uns anlächelt. Also haben wir doch mal nochmal einen Pull hier und dann Schwertenschild, Drachenwandel. Also ja, ich weiß nicht, wer jeden Tag geguckt hat, der kann mir ja mal, weil ich habe es nicht gezählt, gerne mal reinschreiben, wie viele Holos, wie viele andere Pulls hatten wir denn insgesamt in diesem Kalender bisher. Wenn einer Lust hat, alle Videos nochmal anzuschauen und zu zählen, gerne reinschreiben, wäre auf jeden Fall Ehrenaktion. So, Psychoenergie. Dann haben wir Spielzeugfänger, Mond-Sonnenorden, der Name ist immer komisch, Castellet, Schallquap, Evoli, Floink, Samurzel, Wablu, Bundlebee und eine Pumpkin in Regularware. Schade. Naja, man kann ja nicht mal Glück haben. Jetzt nochmal Farbenschock. Eventuell sehr wahrscheinlich das letzte Farbenschock-Booster. Wir werden es aber sehen. Vielleicht noch, steckt noch einer drin. Habe ich jetzt nicht nachgehalten, wie viel ich schon davon gezogen habe. Und dann schauen wir mal, ob wir da eventuell nochmal einen wundervollen Hit und eine eventuell sogar eine Amazing Rare ziehen können. Wir haben Zwotturin, Saida, Papela, Owei, Fritzelblitz, ich habe gerade übrigens das Owei auf den falschen Stapel gelegt, Kloptopus, Wurmball, Walmer, Evoli in Reverse und eine Togekiss, VMAX. Also heute hat sich das frühe Aufstehen für die, die es sehen wollen, auf jeden Fall gelohnt. 2 tolle Hits und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich morgen im vorletzten Türchen wieder. Und damit dann bye bye und bis zum nächsten Türchen.